Das ist ein Ball. Das ist das Tor. Und das Runde muss in das Eckige. Das ist einfach. Es gibt aber auch Kompliziertes und dafür gibt es Bibliotheksmenschen. Wir können kein Fußball, aber wir können nachschlagen und erklären. Ich bin Nadine und ich kläre die Frage, wofür ist der vierte Schiedsrichter da? Der vierte Schiedsrichter kontrolliert Auswechslungen, zeigt die Nachspielzeit an und kontrolliert das Umfeld, zum Beispiel den Trainer wie Herrn Klopp. Außerdem könnte dieser vierte Offizielle einspringen, falls der Schiedsrichter oder ein Linienrichter ausfällt.